Einen wunderschönen Sonntag, Nachmittag. Herzlich willkommen zu Paddel am Sonntag. Hola Pauli, hola. Herzlich willkommen zu Paddel am Sonntag an einem 15 Uhr Nachmittag, 3 Stunden vor eigentlichem Streamstart, hat aber auch Gründe. Zum Streamstart, zum eigentlichen bin ich schon wieder weg. Ich bin heute unterwegs, heute Abend ein bisschen mein echtes Leben genießen. Das habe ich gesagt, bevor ich jetzt den Stream ausfallen lasse, werde ich ganz normal einfach was streamen. Leider ist für die nächste Stunde AX down. Monaco werde ich mir nebenbei anmachen auf dem Tablet tatsächlich, auf stumm. Nur so zur Info. Monaco werde ich mir auf stumm setzen. Dafür habe ich ein Tablet. Und darauf wird Monaco gleich laufen. So ist nicht, dass ich nichts von Monaco mitkriege. Rennstart müsste gerade, glaube ich, gewesen sein. Wenn ich mich rechts alles nichts täusche, Tim. Ja, alles gut, wenn man unterwegs ist, ist man unterwegs. Real Life geht vor. Ich bin nicht so wichtig, dass man mich jede Woche sehen muss. Ja, gut, Rennstart war. Ist Alonso schon auf 1? Bei Stream. Ja, ich hab's noch nicht eingestellt. Ach man, ist da auf 1. Alu 2 hoffentlich. Was ist denn schon passiert? Alles Crash. Sind alle durch. Alu P2. Passt. Wer schon DNF? Charles Leclerc hoffentlich. Wie immer. Charles Leclerc schon DNF? Nur leichte Berührungen. Was? Noch kein Ausfall? Leichte Berührungen? Monaco? Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, Kabel hat die Fresse. Ja, das ist da viel Glück, Pauli, für in 4 Tagen. Man sieht aktuell noch leichte. Nö, kein Ausfall. Alter, wie kann man keinen Ausfall haben? Browser-Tipp hier auch schon mal hinzufügen. Das habe ich wohl ganz vergessen zu machen. So. Sorry, dass ich jetzt hier gerade ein bisschen. So, jetzt auch nochmal der Chat noch dabei. PX, das sieht doch besser aus. Ja, das sieht gut aus. Das kann man so lassen. Ja, was willst du überprüfen? Los, mach bitte. Tablet, geh bitte an. Warum ist das Licht aus? Das Licht doch auf. Warum ist das so dunkel gerade? Ich versuche damit immer mein Bestes. Moment, Alter, jetzt ist mein Tablet gerade am Leiden oder was ist hier los? Ich versuche mein Bestes. Mein Tablet ist doch nicht so wunderbar gerade. Stroll von 14 auf 17. Ja, es ist Stroll. Was würdest du erwarten von Lance Stroll? Ganz ehrlich, von dem kann man nichts erwarten. Ganz ehrlich, holt man Vettel zurück, dann wird Aston Martin würden Vettel und Alonso um Platz 3 kämpfen. Und Vettel ist Konkurrenz für Alonso. Eigentlich müsste Lawrence mal langsam sehen, dass sein Sohn nix kann. Thank you.
Ah, wenn man versucht, jetzt recht mit der Hintergrundmusik versucht man das auch irgendwie hinzukriegen. Aber um die Hintergrundmusik soll es ja nicht gehen, sondern um das, was man spielt. Sollte jetzt auch aktiv sein, hoffentlich. Dann nicht aktiv. Oh, scheiße. Controller ist noch nicht an. Ah, Controller ist aus. Controller geht an. Brauchte ich noch Controller. Jetzt hat das Spiel auch aktiv. Wo muss ich hin? Hier hin muss ich irgendwie. Ah, oh, nee, das ist eine Sidequest. Ich gehe jetzt in die Piratenwelt. Also ich habe tatsächlich offstream nicht einmal weitergespielt. Ich habe offstream nicht weitergespielt auf jeden Fall. Kanonenkugeln. Das ist nicht gut. Diese Welt ist ziemlich nett, aber ich hoffe, kein anderer unserer Freunde wurde hierher verschleppt. Ach, stimmt, hier geht's um die anderen nass. So. Nein. Vor meinem wahrhaftig geisterhaften Geist. Ach, wem mach ich was vor? Nicht mal ein Baby hätte Angst vor mir. Ohne das stimmt, Holländer. Bin ich nur ein erbärmlicher Geist meiner selbst. Das ist ja schrecklich. Was ist passiert, Mr. Holländer? Dieser verfluchte Satansfassad, mein geliebtes Schiff gestohlen. Verwirrter Brokkoli voraus. Ach so, ist nur der fliegende Holländer. Die Killer-Garnele. Er hat auch meine Ananas. Dieser obststehlende Freibeuter hat es zu weit getrieben. Captain Holländer, Sir, Sie müssen Ihr Schiff zurückbekommen, damit ich meine Ananas zurückbekomme. Gut und sehr. Aber Killer-Garnele hat all meine kostbaren Socken weggeworfen. Kein Pirat, der was taugt, werde einem sockenlosen Captain folgen. Wenn ich keine Mannschaft zusammentrommeln kann, haben wir keine Chance gegen den Admiral. Admiral Killer-Garnele. Wie kommt man auf sowas? Ihn als Admiral da jetzt zu machen. Er ist einer der größten Kriminellen in Bikini Bottom und... Ah. Na gut. So, nebenbei kurz die Formel 1 im Laufen haben. Das gucken wir uns nebenbei an. Man braucht keine Socken, um Pirat zu sein. Patrick hier hat in seinem Leben noch keine einzige Socke getragen. Das ist falsch. Ich trage immer Socken. Ich hab nicht mal Füße. Wenn Sie also zwei treue Seebären brauchen, treten Patrick und ich mit Freude Ihrer Mannschaft bei. Mit oder ohne Socken. Also gut, aber erst müsst ihr Lausbuben beweisen, dass ihr aus echtem Piratenholz geschnitzt seid. Dazu müsst ihr einen echten Schatz ausgraben.
Ach, da ist Troll auf 17. Ah, okay. Peres hängt noch hinter dem. Das wird ja. Aha. Euch furchterregende Piratennamen verdienen? Aha. Und all meine Socken finden! Die will ich nämlich immer noch wieder haben! Zu Befehl, Captain Hollander, Sir! Zu Befehl, Captain Hollander, Sir! 4 Socken. Da. Ach, da oben. Da muss ich mal da oben hin. Was zur. Diese Typen denken, sie wären berühmt. Ich glaube, das überlebe ich nicht. Du bist wirklich mein bester Freund. Nee, das überlebe ich nicht. Okay, wie komme ich auf das da oben? Ich will einen ganz anderen Weg laufen. Ich fliege! Oh, ja, doch, er ist der Letzte. Doch, er ist der Letzte. Oh oh, ich habe vergessen, Sonnencreme einzupacken. Naja, ein bisschen Bräune kann nicht schaden. Aber was, wenn wir ausbleichen und zusammenschrumpeln? Naja, ein bisschen blässer kann ich ruhig werden. Ah, cool, danke. Oh, eine Socke. Hoffentlich braucht... diese Socken sind salziger als ein alter Seebär. Kaputt. Da ist die nächste Socke. Okay. Lieferung kommt. Okay, das verschiebt das automatisch. Okay, das. Will ich aber gar nicht hin. Warte mal, ist das die? Die Insel! Ah. Oh nee. Hey, mach einen auf Sportball und flieg woanders her. Aua. Kannst du halten, Patrick? Hey, mach einen auf Strandball und flieg woanders hin. Dann schon wieder gelbe Flaggen. Warum? Wieso? Weshalb sind da gelbe Flaggen? Sektor 1. Warum ist da immer noch ein Sektor 1 gelbe Flagge?
kann ich doch nicht machen. Oh oh. Wow, von hier oben kann ich den Gang. Diese Socken sind salziger als ein alter Seebär. So, wo geht's jetzt hin? Jetzt müssen wir auf das Ding, dann haben wir alle. Schafft das? Er schafft's nicht. Aber dann. Wow, ich kündige meinen Job und hole mir ein Surfbrett. Fünf Sekunden hat das da auch schon, Alter. Alonso, komm schon. Ach nein, nicht schon wieder ein Raid. Ah, Hilfe. Einmal alle K.O. hauen. Hilfe! Ich sag mal kurzes Hilfe. Hilfe! Ach da. Wird was verloren. Ne, muss ich ja gar nicht. Stimmt, war ja das ja. Donnerwelle! Echte Piratenschiffe! Ich will sie anfassen! Oh nein. Nein. Och nee, die können gefährlich sein. Hey, kannst du diese Gelee-Wichte beseitigen? Hier. Das unschuldige Gelee ist gar nicht so unschuldig. Oh, noch mehr Gelee. Ich habe nichts gegen einen Sonnenbad, aber wenn du dich beeilen könntest, wäre das toll. SpongeBob? Patrick? Ihr seid auch hier? Ich dachte, es wäre nur ich und die Sardellen. Wie sind wir hierher gekommen? Darüber können wir später sprechen. Im Moment müssen wir uns darauf konzentrieren, dich und die Sardellen und meine Ananas nach Bikini Bottom zurückzubringen. Sag mal, wo sind die Sardellen? Dieser widerliche Schrimp hat uns zusammengetrieben und uns von seinen Gelee-Schergen an Schiffswracks in der ganzen Lagune kleben lassen. Er sagte, wir seien kein Piratenmaterial. Ist doch nicht meine Schuld, dass ich so allergisch gegen Augenklappen bin. Es ist wahrscheinlich nur die Textile, worauf du allergisch bist. Nicht den Mut verlieren, Larry. Wir werden jeden Bewohner aus Bikini Bottom retten, der hier feststeckt. Sonst heißen wir nicht SpongeBob und Patrick, die, Piraten-Leute. Kein sehr furchterregender Piratenname. Wir arbeiten noch dran. Danke, SpongeBob. Ich werde nach Hause gehen, um mich zu bräunen und zu trainieren.
Und weg ist er. Boing. Schwung. RT halten. RT. Vielen Dank, Patrick. Danke. Dieser Sumpf sieht irgendwie gruselig aus. Wie ein Ort, an dem man Piratengeister finden könnte. Oh nee, 12 Sardellen. Schlimmer als die Ureinwohner. Los mit dir. Danke. Hier nicht schon wieder neue. Oh oh. Oh oh. Nicht schon wieder Algenwurzel. So, wir haben die Sardellen. Endlich befreit. So, Frau Schisser. Ich wusste, ich kann auf dich zählen, Patrick. Ach komm schon. Sieh dir all diese verlassenen Schiffe an, Patrick. Oh, ich wette, wenn wir diese Wracks abstauben und seine Socken an den Fahnenmasten hissen, würde das aussehen, als hätte der Holländer eine ganze Flotte. Da wissen alle, dass er wieder da ist. Das ist ein ziemlich guter Hahn. Aber Fahnenmaste haben keine Füße. Wie willst du ihm die Socken anziehen? Sei mir vorsichtig, Patrick.
Gehen wir. Achso, spammen. Jonathan gehört uns! Wir haben es geschafft, Patrick. Suchen wir jetzt die anderen und werden es direkt. Wir sind nichts als Socken im Wind. Autsch. Mit dem Kampf. Schnell weg hier. Nein, nicht so einer. Och nee, ich habe ihn wieder nicht getroffen. Hallo? Oh nein. Oh, wieder zu spät. Eine Socke hissen. Sammel alle Socken. Ich muss noch mehr Socken sammeln. Ich habe doch gerade zwei Socken gehisst. Ich fühle mich schon viel besser. Dann. Das ist eine große Sandburg. Da drin wohnt sicher der... Oh, das hier kannst du halten, Patrick. Viel besser.
Hilfe. Jetzt haben wir das hier mal freigeschaltet. So, wo geht's weiter? Der komme ich wohl noch nicht. Mann, bin ich schlecht, oder? Oh, das hier kannst du halten, Patrick. Johoho, junger Freund. Heute ist dein Glückstag. Ich wusste es. Aber warum? Oh, Mr. Krabs. Warschau. Vor dir steht der berüchtigte Piratenkapitän Zwickarossa. Ich brauche ein paar Trottel. Ich meine, eine Mannschaft zum Schleppen. Ich meine, Teilen meines Schatzes. Ich meine, halt, nein, diesmal meinte ich wirklich Schatz. Oh, Junge, ein Schatz. Ja, nun, ihr erscheint mir würdig und anwesend. Also, um meinen Schatz mit euch zu teilen, müsst ihr ihn erst aus einem alten Schiffswrack bergen. Es kam vom Kurs ab und stieß mitten in der Lagune auf Felsen. Jemand, der absolut nicht ich war, muss die Karte verkehrt herumgehalten haben. Wie dem auch sei, ich würde den Schatz ja selbst bergen. Oh, aber ich bin viel zu reich, um die Arbeit eines Mannschaftsmitglieds zu verrichten. Alter. Ein wahrer Glückstag, Patrick. Mit diesem Schatz können wir beweisen, dass wir echte Piraten sind. Technisch gesehen seid ihr das nicht. Ich habe keine Zeit für die Bürokratie zur Registrierung einer neuen Mannschaft oder ihre Bezahlung. Bekommen wir wenigstens echte Piratennamen? Klar, warum nicht? Dann sind wir bereit! Lerne gleiten. Ah, okay. Thank you.
nein, 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 nein. Du bist wirklich mein bester Freund. Lieferung kommt. Ali, ho! Eine hübsche Meerjungfrau beim Sonnenbaden. Das ist meine liebste Art des Badens. Oh, sie ist so hübsch. Verzeihung, Miss. Warum so traurig? Weil ich, all meine Freude verloren habe und ohne Freude kann ich nicht singen und das ist echt uncool für Meerjungfrauen wie mich. Vielleicht ist sie im Kühlschrank. Immer wenn ich mich freuen will, mache ich den Kühlschrank auf. Oh Gott. Das letzte Mal, als ich mich gefreut habe, da habe ich mit meinen Freundinnen getanzt. Aber die sind halt nicht da. Und auch wenn sie da wären, hier ist keine Musik. Aber Musik ist doch überall. Du brauchst nur ein Instrument in der Hand und ein wenig Rhythmus im Herzen. SpongeBob, lass uns Musik machen. Und dann könnten wir doch zusammen tanzen gehen. Klar, aber nur als Freunde. Ich habe mir vorgenommen, nie mehr mit einem Ballon auszugehen. Und überhaupt stehe ich sowieso gerade total auf Piraten. Rein zufällig natürlich. Und was ist mit Ballonpiraten? Komm, Patrick. Wetten, dass hier Sachen herumschwimmen, die wir als Instrumente verwenden können. Und dann können wir hier... Verstehe ich nicht. Ups, Entschuldigung. Ich wünschte, ich... Du hast... Okay. Okay. Eine Nummer. Ei. Das ist die Pfanne, das ist die Topfpfanne. Orange, blau, rot. Gelb, orange. Okay. Also. Geholfen, obwohl das echt mal so gar nicht euer... Ich wünschte, SpongeBob und ich könnten den Schatz auf dem gesunkenen... Habt einen sicheren Flug! Okay. Ups. Diese ständigen Flugreifen erscheinen mir ein wenig unsicher.
Aus was Schiffswrack. Wir sollten nach verlorenen. Ahoi! Fleckchensignal voraus! Wie komme ich da jetzt? Das Flöckchen. Das ist doch das Flöckchen. Ahoi! Fleckchensignal voraus! Nicht Schleim. Die große Krabbe Pizza ist die Pizza super knusperig. Oh Mist, so schleimig. Hey, mit der Schlitzohre, da wollte mich verarschen. Okay. Wie zur Hölle komme ich da jetzt zurück? Muss ich einfach auf so einen Weg zurückfahren? Okay, ja, ich bin jetzt einfach zu blöd gerade dafür. Oh Mist, so schleimig. Ich glaube, das war's mit der Nummer, ist das Shift. Ich bin reich! Ja. Nein! Du Mist, so schleimig! Reicht schon. Okay, ich muss auf jeden Fall falsch. Thank you.
Okay, das ist auch falsch. Nicht Schleim. Hä? Jetzt bin ich hier irgendwo fest. Beim Klabautermann! Ihr seid am Leben? Ich meine, willkommen zurück. Ihr habt euch eure Piratennamen wirklich verdient. Von nun an tragt ihr die Namen? Keine Ahnung. Was auch immer ihr euch ausdenkt. Hey, es war nie die Rede davon, dass wir denken müssen. Ich muss eine Meerjungfrau beeindrucken. Also halten Sie Ihr Versprechen besser. Komm mal runter, kleiner Schwammkopf, bevor du noch die Lagunenwachen alarmierst. Die sind gnadenlos und machen vor nichts Halt, um meinen Schatz in die Flossen zu kriegen. Also, natürlich wirst du für all das Denken belohnt mit dieser wundervoll geformten Schatztruhe. Den Inhalt nicht eingeschlossen. Wow, die Truhe ist das Beste daran. Alles, was man in eine Schatztruhe legt, wird ein Schatz. Ich sollte Gary da drin schlafen lassen. Okay, gut. Aber ich will trotzdem einen coolen Piratennamen. Den Abkürzung zu nehmen. Ziemlich nett von diesem Killer-Garnele-Typen, die Türen für uns zu öffnen. Das hätte sehr viel schwerer werden können. Oh, vielen Dank, Patrick. Danke. Juhu, Sockenhissen. Ich komm dich holen! Mit dem Schiff gar nicht. Au. Die sollten dich den eulenden Ollen nennen, weil du ein kleines Baby bist. Ein Bombenappetit. Ah!
Ah. Komm hier weiter. Krabbe Pizza, ist die Pizza super knusperig. Ist denn jetzt weiter so können? La 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 la, wie rum, wieso? Weshalb macht man das überhaupt? Wie ein echter Pirat diese Kanonen einsetzt. Ja. Diese eingestaubten alten Kanonen haben immer noch. Eingestoppte Kanonen, jetzt geht ab. Ah!
SpongeBob, Neptun sei Dank. Ach, Fred. Wie seid ihr hierher gekommen? Mein Bein. Das ist mein Bein. Ach, nur das Übliche. Durch magische Blasen, waghalsige Wünsche und Zerstörung des Raumzeitgefüges. Ich will dich nicht mit den Details langweilen. Alles, was du wissen musst, ist, dass wir hier sind, um die Dinge richtig zu stellen. Ich habe eigentlich noch eine Benachrichtigung am Laufen. Moment, kleinen Moment. Achso, hier. Entschuldigung. Oh gut, diese Fesseln sind so eng, dass ich mein Bein nicht spüren kann. Oh, ich glaube, dein Bein ist okay. Solange du dich von Termiten fernhältst. Mein Bein! Jawoll! Es ist mein Bein. Oh nein. Oh, nicht nochmal ein Endboss. Nein! Du Mist! So schleimig! Du bist wirklich mein bester Freund. Aua. Und ich verreck nochmal. Du Mist, so schleimig. Hey, die haben mich wieder mehrfach erwischt, oder? Killer-Garnele. Diese eingestaubten alten Kanonen haben immer noch kräftig Schwumpf, oder? Wow. Ich werde dich fertig machen! Ach, Killer-Garnele, ich hab dich schon einmal besiegt. Ich hab dich in Schlafengeschmack trotzdem schon besiegt, also. Seid ihr schon echte Piraten? Naja, wir haben eine echte Schatztruhe. Socken des Holländers. Der beste Pirat aller Zeiten hieß einfach Jeff. Wie wäre es für dich mit ich weiß nicht, Vierkant? Wie unfair, ich wollte Vierkant sein. Du bist dann Fünfkant? Klar, wieso nicht? Oh, Kampfsocke, ich hab dich so. Die Kampfsocke, nein. Na dann, ihr gehört jetzt zu meiner Crew. Das wird zermürbend, langweilig und monoton. Genau wie ein Katzenklo reinigen. Vierkant, nehmt die Windbongos und fliegenden Schiffe, um auf mein Schiff zu kommen. Und an Bord hisst ihr meine letzte Socke und feuert die Riesenkanone ab. Das soll Signal für die Crew sein, zu uns zu kommen und Freude strahle die Vernichtung zurück. Den Untergang von Absetzung? Die Absetzung von Killer-Garnele! Nein, wir wollen noch zurück. Achtung, Kuchen! Die sollte sich den eulenden Olländer nennen, weil du ein kleines Baby bist.
komm dich, Olen! Na, hier geht's wahrscheinlich noch nicht weiter. So, rechts rum. Ich werde dir zeigen, wie ein echter Pirat diese Kanonen einsetzt. Nein, nein, nein. Wusste ich, kann auf dich zählen. Belly, ho! Ist genau richtig für meine Bäckchen. Ich komme dich holen. Ich bin Franzose. Ein kleiner Klaps reicht schon. Wir sollten dich den heulenden Holländer nennen, weil du ein kleines Baby bist. Ich werde dir zeigen, wie ein echter Pirat diese Kanonen einsetzt. Spür die Rache der Kilogarnele. Sieh nur! Wir holen uns das Schiff zurück, Garnele. Und meine Ananas. Was ist los, Viereckjunge? Willst du etwas Besonderes? Ich lass dich über die Planke gehen. Ich gehe einzig und allein über die Straße der Freundschaft. Und diese Straße führt zur Siegesstadt. Also los doch! Endboss fight. Oh. Jawohl! Wir stehen kurz davor, Admiral Killergarnele zu besiegen. Die Holländer werden sich freuen, dass wir vielleicht nicht mal unsere Seelen verschreiben. Autsch. Schon interessant, ne? Ah, ich komm dich holen! Danke, hast du mir gefallen. Mit mir, damit wir die sieben Meere vor Anstieg flammen fetzen. Ja, aktiv. Scheiße. Aua! Fisch habe ich noch nie gesehen.
für meine Bäckchen. Ene mene mu, fang die Garnele an ihrem Schuh und zerquetsch sie. Schön, kein zerquetsch. Oh, meine geliebte Ananas. Bringen wir dich zurück nach Bikini Bottom, hm? Nächster Halt, Schneckenstraße 124. Schenkenstraße von der Tür, so ruhig. Ui. Bin zu Hause. Miep, miep. Puh, mein schönes Heim ist zurück. Meine süße Ananas. Aber es ist kein Zuhause ohne Gary. Patrick, wir müssen ihn finden. Was treibst du da, Plankton? Nimm dein Fischfutter von meinen Brötchen. Klingt so, als würden sich Plankton und Mr. Krabs prächtig verstehen. Genau. Ich sollte wohl trotzdem nach ihnen sehen. Zur Sicherheit. Ich denke, ich komme hier lang. Durch die Luft. Ich bin ein fliegender Fisch. Notizen machen tun. Ha, das war fast ein Satz. Wenn du diese Buletten nicht wie ein stümperhafter Anfänger braten würdest, bräuchte ich mein Fischfutter nicht. Mach's mir einfach. Und es ist Charlie. Ach du Scheiße. Oh, es regnet. Hui, es regnet in Monaco. Es ist ein bisschen nass und ich glaube, Carlos Sainz hat sich ein bisschen abgerutscht. Genau, fahr in den Alpha rein. Oh, ich glaube, wir sind zu nass gerade. Wenn ich mich nach dir richten würde, würden meine köstlichen Krabuletten wie dein ekelhaftes Fischfutter schmecken. Mr. Krabs, was machen Sie denn hier? Arbeiten Sie mit Plankton zusammen? Oh Gott. Ich habe keine Wahl. Die armen Leute aus Bikini Bottom verhungern. Ich konnte nicht mit wie Leclerc den Zeit aufhält, Alter, wie geil. Die hassen sich gerade. Hey, ich bin nicht taub. Also taten wir uns zusammen, um die armen, hungrigen Mäuler zu stopfen. Was auf das? Solange sie zahlen, versteht sich. Oh oh, das wird nix. Wenn du dich nicht mit den Buletten beeilst, wird niemand gefüttert, Krabs. Dann kannst du dich von deinem süßen Geld verabschieden. SpongeBob, du musst uns helfen. Du bist der Einzige, dem ich meine Geheimformel anvertraue. Kannst du uns noch ein paar Krabbenburger zaubern? Schon dabei, Mr. Krabs. Die Krabben. Oh, hungrig. Essen. Und Aufmerksamkeit. Thank you.
Ich weiß ja, wie gern du dich verkleidest. Nein! Also hat dein Lieblingschef eine kleine Belohnung für dich. Ah, es war Lance. Es war nur Lance. Oh, es war nur Lance Stroll. Puh, ich dachte, das war Fernando gewesen. Oh, ich hatte einen Herzinfarkt. Na los, was ist hier los? Ich verhungere. Was ist los? Ich habe mitbekommen, dass du deine kleine Hausschnecke vermisst, Walter. Gary. Stimmt, Gary. Nun, mit diesem kosmischen Kostüm solltest du durch das Portal gelangen, das ihn verschluckt hat. Aber pass auf, Kleiner. Deine Schnecke schwebt in großer, großer Gefahr. Oh oh. Er ist nur eine Blume. Oh, ein schönes Blumenkostüm. Das reicht mir bestimmt in ein fröhliches Land voller Sonnenschein und Heiterkeit. Ich glaube ja weniger. Gib auf, Garylein! Let's go! Dann wollen wir nochmal in eine Welt. Anzeichen. Nein. Kreaturen an Patrick, sie sind nein. Nein. Gruselig. Oh ja, das hätte ich als zweites geraten. Oh, hier ist alles gruselig. Es ist kalt und feucht. Es und ist Rock Bottom. Unter dem Abfalleimer. Das klingt ganz genau wie diese Knüpfpfütze, in der du spielst. Sicher die Überreste der Opfer des Monsters, das hier durchschwamm. Wir müssen Gary schnell finden. Es ist Rock Bottom. Nein, es ist Rock Bottom. Och nee, und auch was ist denn hier schon wieder passiert? Und das war's für Magnussen. Los, Magnussen ist schlechter als Sergeant. Das soll schon mal was heißen heute. Und dann auch noch zu Halloween. Ja. Classic. Oh nein. Ich kann mich an das Museum erinnern. Rock Bottom. Ach du Scheiße, die ganze Busse kaputt. Was war das? Ein gruseliger Glibber! Ein Robber! Ist ein bisschen nass. Juhu! Oh. Sergeant Speeding, okay. Vielleicht können wir uns in den Busch verstecken. Oder vielleicht können wir einfach nach Hause gehen. Gruselgelee ausweichen. George Russell Pussy. Oh.
SpongeBob. Tu einfach so, als ob gruselig komisch wäre und spiel Verstecken mit ihnen. Gute Idee. Und wir werden gewinnen, weil sie noch nicht mal suchen. Alarm, Alarm. Ah, okay. Hinter denen. Ah. Jetzt weiß ich, wie es ist. Oh, Logan Sargent. Ich glaube, da verliert jemand demnächst seinen Sitz. Allein, halb gegessen, ohne Verpackung. Wir müssen Gary finden, bevor ihn dasselbe Schicksal ereilt. Sollten wir den Schokoriegel nicht besser an einen sicheren Ort bringen? Zu schade, dass meine Schokotasche in meiner Schokotasche Tragetasche ist. Dann muss ich ihn wohl stattdessen in meinen Mund stecken. Warte kurz. Irgendwas von diesem Glibber kommt mir doch sehr vertraut vor. Kalzium mit einem leichten Hauch Protein und viel Liebe. Das ist kein Glibber, das ist Schleim. Garys Schleim. Das ist viel Schleim für so eine kleine Schnecke. Er hat sicher Angst. Wir müssen ihn finden. Das war knapp, Verstappen. Achschu! Gruselige, schreckliche Stadtfolgen! Und klebrig. Oh.
dich ein. Dieser schreckliche Schleim, den das Monster hinterlässt. Was? Oh, shit. Mrs. Puff? Entschuldigung, haben Sie... Ich befürchte, nein. Mrs. Fluff. Ja, genau. Ich stecke mitten in wichtigen Organisationsarbeiten für den Schneckenkampf. Wenn du an dem Rennen teilnehmen willst, musst du eine Teilnahmegebühr in Höhe von 5 Schokoladenriegeln zahlen. Ja, es gibt nur einen Weg, um so viele Süßigkeiten zu besorgen, wie wir brauchen. Sie von Pikachu? Nein, wir spielen Süßes oder Saures. Oh, das sollte auch funktionieren. Hast du meine Schnecke gesehen? Wenn sie wirklich süß ist, hat sie hat unser aller Halloween verdorben und alles Süßes geklaut. Das letzte Mal, als es gesehen wurde, kroch es die Rennstrecke hinunter. Ich glaube, die Rennstrecke... Und dort labt es sich. Armer... Patrick, wir müssen... Hier, nimm einen meiner Riegel für die Teilnahmegebühr. Mit deinem Vollkoral. Danke. Vollkoral. Ich hab einen Stein gekriegt. Wusstet ihr, dass alle in meiner Schule sagen, dass ich der Klügste, Talentierteste und Coolste bin? Das tun sie. Wahnsinn! Das ist ein echt gutes Idiotenkostüm. Sehr realistisch. Mit dem Mann. Süßes oder Saures? Ich kann deinen Akzent. Süßes oder Saures? Oh, wieso hast du das nicht gleich gesagt? Danke. Was alte Dame. Kostüm. Wie kann ich... Süßigkeiten. Oh. Oh. Wow. Danke. Ein Retro-Schokoladen. Süßes oder Saures? Geil. Ich versuche schon seit 3 Tagen Schokolade zu finden. Es ist fast nichts mehr übrig. Außer, naja, ich könnte es euch verraten. Aber ihr müsst mir versprechen, die Beute zu teilen. Ich bin ganz Ohr. Nun ja, eigentlich bestehe ich hauptsächlich aus Zellulose, aber... Ja. Hört mal. Ein seltsamer und sehr schwerer Stein ist hinter meinem Haus. Vielleicht könnt ihr ihn... Hier, ich öffne...
finde Toms Schokolade. Ja. Sieh mal, Patrick, das ist ein Stein. Könnte ich nach Hause gehen und mehr Jungfraumann und Blaubaschbube anschauen? Ich hoffe, er hat einen guten Grund dafür, dass er in Schwierigkeiten steckt. Weil wir mit magischen Seifenblasen gespielt und das Gewebe der Realität zerrissen haben, wodurch ein kosmisches Chaos entstanden ist, das ganz Bikini Bottom in Gefahr bringt? Ich sagte doch schon, einen guten Grund. Neptun, habt ihr eine Flosse locker, so herumzulaufen? Wisst ihr nicht, dass wir Phobien vor sowas haben? Entschuldigung, ich wusste nicht, dass mein Kostüm so ang... Schachteln, Mann, Schachteln! Man weiß nie, was drin ist, oder? Und du siehst genau wie eine aus, so quadratisch wie du bist. Manchmal ist in Schachteln auch was Gutes drin, wie zum Beispiel Krabbenburger. Oh ja, schätze, da hast du recht. Hier sind ein paar Süßigkeiten. Danke! Balance? Wisst ihr nicht? Das sind alle Süßigkeiten, die wir brauchen. Jetzt können wir sie alle Mrs. Puff geben. Müssen wir das wirklich? Du schon wieder? Hast du mit Nüssen? Oh, wie edel. Jetzt halt still. Das wird wehtun. Moment, was? Es ist ein Schneckenrennen. Du musst eine Sch... Nee, eine Schneckenmus. Schneller, Spongeschneck, schneller! Und jetzt fast.
Eieieiei. Ach, doch, das ist ganz vorbei. Es kann nur noch was da an Unfall kommen, das ist vorbei. Da geht der Schleimspur. Ich bin's, Patrick. Ich dachte, ich bin Patrick. Nein, ich bin SpongeBob. Du bist Patrick. Oh, vielleicht sollten wir Licht machen und nachsehen. Ich fliege! Dann fahren wir nach... Oh, da kann ich jetzt nicht. SpongeBob, hier ist es zu dunkel. Mach was! Diese Kabel leuchten. Vielleicht wollen sie durchbrennen. Mann! So, dann fahren wir mal diesen Strom hier. Servus, Frede. Willkommen bei einem kleinen SpongeBob, nicht AX-Stream. Da, als ich angefangen habe, AX noch down war. Es sollte jetzt ja auch wieder funktionieren, aber ich bin auch nicht lange online heute, weil ich habe heute Nacht noch was vor, deswegen gerade heute nicht um 18 Uhr streamen, sondern seit 15 Uhr schon. Licht.
Ich meine natürlich Sandy. Ich heiße Candy. Mit hartem C. So hart wie das Karamell in Großmutters Süßigkeitenschale. Harte C. Danke, dass ihr den Strom wiederhergestellt habt. Wir suchen nach meiner Hausschnecke Gary. Er hat sich verirrt und wurde vermutlich von einem Monster gekidnappt. Hast du ihn gesehen? Dein Tierchen habe ich nicht gesehen, befürchte ich. Aber dieses Monster, man behauptet, sein Versteck wäre im Museum. Ach, schon wieder das Museum, das kann ja was werden. Das ist gefährlich, aber das ist vermutlich deine beste Chance, deinen kleinen Freund zu finden. Klingt vernünftig. Wir sollten das Monster fragen, ob es Gary gesehen hat. Oh Gott. Patrick, ich glaube nicht, dass Monster reden können. Wisst ihr was? Mein kleines Monstertheater ist hinüber. Macht es euch was aus, mir dabei zu helfen, es wieder herzurichten? Ah, ich sehe recht. Wenn ihr mir helft, dann öffne ich den Weg zum Museum für euch, damit ihr nach diesem Monster und eurem Freund suchen könnt. Das gefällt mir nicht. Aber wenn auch nur die Chance besteht, dass Gary bei diesem Monster ist, bleibt uns keine andere Wahl. Oh, armer Gary. Reparieren wir das Theater. Yeah. Mit diesem lustigen Ballon kann man keine Gruselshow veranstalten. So, eine Folge Balle. Oh, sieh dir diese Quallionen von Schleim an, Patrick. Gary muss enorme Angst haben, das arme Ding. Vielleicht ist das nicht alles Garys Schleim. Vielleicht hat das Monster eine ganze Horde Schnecken gefangen. Noch mehr süße Schneckchen in Gefahr? Oh, hoffentlich nicht. Mein Haus von hier aus sehen! Oh, Mann. Nein, das ist ein anderer Stein. Ich glaube nicht, dass diese Busfahrer jemals ihren Führerschein gemacht haben.
verständlich, so wie die Busse da stehen. Das Museum, da vorne ist es. Oh, so schlechte Erfahrung mit dem Museum, weil ich noch Keep It Water. Oh Gott. Ich bin entdeckt. Hat das Monster entführt? Da, es ist Gary. König. Retten wir Gary, ohne dass die Monsterschnecke uns sieht. Gary ist die Monsterschnecke. Oh, sie werden so schnell groß, oder? Diese riesigen Schokomengen führten zu einem Zuckerrausch. So können wir ihn nicht mitnehmen. Erst müssen wir ihn vom Zuckernachschub abschneiden. Schon dabei, Kumpel! Jetzt komme ich da hoch eigentlich. Ich verstehe auch den Sinn, er ist weitsichtig. Also ich wohne auf einer Tour. Dafür. Zurück! Den Schatten folgen. Oh shit. Au. Böser Gary. Thank you.
bringt das ganze Museum zum Einstürzen. Er muss hier raus, bevor wir alle unter Trümmern enden. Aber Gary ist noch riesig. Keine Sorge. Er wird bestimmt wieder ganz normal, wenn wir zurück zu Hause sind. Ich hoffe, du hast recht, Patrick. Ich hab doch noch nie falsch gelegen. Ich wage es zu bezweifeln. Das wage ich aber zu bezweifeln. Ich glaube, ich liege ausnahmsweise mal falsch. So. Lass es im Bikini Bottom rocken, oder? So. So. In dem Sinne, ich glaube, mit fast 2 Stunden Stream, bevor ich jetzt heute noch mal unterwegs bin gleich. Wieder. Ups. Also. Da ich heute noch mal unterwegs bin, ein bisschen entspannter Musik gehe ich jetzt gleich. Also, ich wünsche, weiß nicht, wie ich das noch sagen soll. Ich bin schlecht in Abmods, schlecht in Unmods, immer halt kacke. Für die Zuschauer auf YouTube, ich hoffe, war wieder eine gelungene Abwechslung, dass man was anderes streamt außer AX. Heute leider ein bisschen halt ungünstig, aufgrund, dass heute Abend ich mit ein paar Leuten mich treffe im Privaten. Und so habe ich gesagt, streame ich doch einfach mal kurz selber. Ich verabschiede mich von allen Live-Zuschauern. Ich verabschiede mich von allen YouTube-Zuschauern, die das auf YouTube nachschauen werden. Einmal und ja. Nächste Woche wieder ganz normal mit Paddel am Sonntag und auch Austria X um 18 Uhr Standarduhrzeit. Habt einen schönen Start in die Woche, habt noch einen restlichen schönen Abend der aktuellen Woche. Und in diesem Sinne wünsche ich eine gute Nacht und man sieht sich in 7 Tagen und 1 Stunde für einen neuen Livestream. Bis dahin, haut rein, liebe Leute. Paddle out.